Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum 8. Adventskalender-Türchen. Und die habe ich gestern schon gefunden, die ist nämlich hier oben. Und ich glaube, wir hatten hier auch schon alles Interaktive in dieser Reihe da zumindest gemacht. Wir gucken aber natürlich. Ja. Und der Kerl klopft den Nagel da rein. Ja, das hatten wir schon gesehen. Und wir öffnen das 8. Türchen. Oh, und heute ist anscheinend eine Bastelanleitung drin. Das ist cool. Und die Schoko sieht diesmal nicht weiß und braun aus wie sonst, sondern ist ein roter Streifen drin. Und mega lecker. In der Mitte ist so eine weiße, ja, Vanille jetzt nicht wirklich, also so eine ganz zarte weiße Schokolade. Und diese rosa Stückchen hier, diese Erdbeerstücken, die sind mega lecker. Okay, wir gucken mal. Tolle Geschenkidee. Nicht nur ein Weihnachtsbaum lässt sich schmücken. Du kannst auch dein Geschirr dekorativ verzieren. Mit Porzellanpinselstiften werden Teller und Tassen zur Leinwand für deine Kreativität. Gerade für Kinder ist dieser Bastelspaß eine ideale Beschäftigung für lange und dunkle Winterabende. Es braucht kaum Vorbereitung oder viel Übung und die kleinen Künstler kommen schnell zu schönen Ergebnissen. Okay, nochmal kurz auf die Anleitung. So, und hier sagt er uns dann, wie das geht. Ja, und ich empfehle jeden, nehmt die Action Glasmalerstifte. Und ja, genau wie ihr es da beschrieben seht, am Tag 3, glaube ich, habe ich einen Tipp gegeben, wie man eine Orchidee eintopfen kann und ja, dann eben. Und da habe ich auch auf das Glas, wo ich die eingetopft habe, habe ich auch was drauf gemalt. Da seht ihr das, wie man das gut machen kann. Und das habe ich auch mit den Action-Glasmarkern gemacht. So, der kam schon an die Seite. Ja, hier war heute ein Lernstark wieder drin. Das werde ich nachher auf jeden Fall trinken. So, und da ich immer vergesse, was ich am Tag davor zuerst ausgepackt habe, packe ich heute einfach, ich fühle mal. Okay, hier könnten Sticky Notes drin sein oder ein kleines Heftchen, ein kleiner Block, irgendwie sowas, aber noch irgendwas dazu. Weiß ich nicht so genau, aber ich würde auch so ein Heftchen oder irgendwas tippen. Und hier sind anscheinend irgendwelche Pulver, ganz feine Perlen oder irgendwie sowas drin. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Ich schau mal. Ein Tucken hinein, aber nicht ganz. Es könnte auch so ein Badezusatz sein. Okay, wir machen es nicht spannender. Wir schauen mal. Jawohl, es ist ein Badezusatz. Erholsame Momente verwöhnen die Haut, inspiriert die Sinne. Mit Granatapfel und Orangenduft. Und es riecht echt lecker. Also es riecht so richtig fruchtig. Dings, ja. Und die Perlen sind hier mal wesentlich dicker, als man das sonst vom Badesalz kennt. Also das fühlt sich an, als wenn da so runde Perlen da drin wären. Ihr seht das vielleicht hier sogar so ein bisschen. Hier so drauf drücke, dann zeichnen die sich hier sogar ein bisschen ab. Ja, und es riecht echt krass. Also wenn man jetzt die Packung auf hat, dann riecht es ziemlich krass. So,
Und wir machen weiter mit dem Päckchen von Mr. Eis. Und ich bin gespannt. Ah, cool, hier haben wir eine Klammer. Weit gefehlt von allem, was ich so dachte. Eine Mickey Maus Klammer. Dann haben wir hier ein Bändchen. Und das ist super, super süß in rosa. Und da habe ich gedacht, das könnte ein Papier sein, weil es hier so nachgegeben hat. Und da habe ich gedacht, das könnte so ein Block oder so ein Heftchen mit Memo-Blöcken drin sein. Und wir haben einen Stempel. Und zwar einen Stempel, von dem ich annehme, dass er aus China ist. Und da sind hier solche Pöppchen drauf, wie die Gosches-Stempel. Könnt ihr das gut sehen? Ich glaube nicht. Aber ich habe hier gerade zufällig ein Papier rumliegen. Und so sehen die beiden aus. Ja, und von Gosches selbst habe ich noch nicht gesehen, dass dann so zwei zusammen sind. Ist natürlich super süß und passt eben auch, weil wir, ja, ich möchte schon sagen, dass Miss Fruchteis und ich schon echt mittlerweile Freunde geworden sind. Also eigentlich bezeichne ich Leute nicht so schnell als Freunde, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich würde schon behaupten, dass sich da schon so eine Art Freundschaft entwickelt hat. Und deswegen finde ich das noch umso süßer. Ja, so ihr Lieben, meine Schoki habe ich schon aufgegessen und ansonsten ist das hier heute meine Ausbeute aus meinem Kalender und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden und schaut mal, die haben sich wieder abgesprochen. Rosa, rosa, rosa. Irgendwie hat jeden Tag ist irgendwas, wo was ähnlich ist oder gleich ist, wo ich echt immer lachen muss und denke, die haben sich irgendwie abgesprochen, die zwei. Na gut, ihr Lieben, ich sag bis morgen. Tschüssi.